Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich bin Elmo und freue mich schon auf diese Folge, denn wir werden wieder verkaufen. hoffentlich diesmal richtig und nicht wieder irgendwie, ja, unsere wichtigen Gegenstände verkaufen, um sie dann wieder teuer zurückzukaufen. Ja, wir haben hier zwar einiges, was man auch verkaufen könnte, aber ich will das alles ein bisschen behalten. Ja. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich habe zwei. Nee, die eine. Bronzeaxt. Nee, die verkaufe ich? Nee, die verkaufe ich nicht. Oder doch? Ah, wir haben. Die liegen hier ab mit. Mit 8%. Ach, da ist kein Platz. Ist hier Platz? Hier. Packen wir hier mal mit rein. Ja. Und Geld haben wir 6000. Ist ein bisschen so startkapitalmäßig für unsere Siedlung. Der Sommer ist ja auch bald vorbei und da brauchen wir dann Kleidung. Ja, ich quatsch schon die ganze Zeit. Kleidung kaufen, Kleidung kaufen. Ins Wasser springen. Ich möchte aber noch die Sache mit der Karte erkunden zu Ende bringen, bevor ich dann mit der Siedlung anfange. Und ja, das heißt dann im Umkehrschluss, dass ich eben Karte erkunden, Kleidung kaufen, Siedlung bauen. So, hier dürfte fast keiner mehr Geld haben. Du bist, glaube ich, leer, ne? Ja. Nein, die einzigen zwei, die hier noch Kohle hatten, war Renzi und die Waffentante. Nein, nein, nein. Ja, du hast ja noch ein bisschen was. Deswegen. Von hinten nach vorne. Ja, wir verkaufen. Bierflasche, Leder. Die Milchflasche, das Salz. Stock, Stroh, können wir alles wieder neu sammeln. Dann hier. Warum auch immer die Sachen so sind. Ja. Zwiebeln, weg, weg. Gibt alles Geld. Trank, Trank hier mit Käse, Käse, Käse. Langsam wird das mit dem Käse sehr viel. Zum benutzen wir einfach dann. Käse bringt aber viel Geld, ne? Ja, dann machen wir das so. Den können wir verkaufen. Den verkaufen wir. Hafer Ale. 50 Wasser, Vergiftung, 30 Alkohol. 70% Wasserverbrauch. Zweimal. Für einen bekommen wir 40. Ja, ich
will das mit dem Alkohol nicht, ne? So, gebratenes Fleisch. Hier, so. Zack. Da auch nochmal. Verkaufen. Auch nochmal 8,5. Jo. Da. Birnwein. Bärwein. Ausdauertrank lassen wir. Wir haben so viele Äpfel. Die einzelnen verkaufen wir. So. Weg. Weg. So viele Äpfel brauchen wir nicht. Deswegen. 10-mal weg. So. Dann haben wir hier die Stiefel. Die Stiefel. Wir haben Stiefel, deswegen einmal Stiefel weg. Satteltasche. Die kann auch weg. So. Was haben wir hier? Das Säckchen. 3 Stück weg. Langbogen. Weg. Holzbohlen, die benutzen wir eh nicht. Weg. Jo, und das war's, ne? Wir sind wieder auf 30 Kilo. Das Roggenbrot können wir dann auch mal benutzen. Was Ausdauertrank, ne? Was war das nochmal? 50%, ja. At best prices in Yo. Be safe. Dann wollte ich hier mal fragen. Hello there. Hast du auch einen Ausdauertrank? Kostet 18. Hast du auch diesen Gewichtstrank? Der kostet 60. Okay. Gesundheitstrank. 50 mehr Gesundheit. Kaufen wir doch mal einen. 7300 Münzen haben wir. So. Weiß gar nicht. Der Nachtsichttrank. Der war auch total für die Katz. Entgiftungstrank. Tarntrank. Das hat auch nicht viel geholfen. Trinktrank. Sattmachtrank. Nachtsichttrank war auch nicht so toll. Oh. Da, Heiltrank. Heiltrank 2 plus 1,5 pro Sekunde und Heiltrank angibt's. Was für einen Heiltrank haben wir hier? Trank des schnellen Heilens. Ah. Ich verstehe. Gut. Best goods in the. See you around. Wir haben alles verkauft. How is life treating you? Ja, du, ich bräuchte wieder ein paar Bolzen. Bronzebolzen. Vergiftete Eisenbolzen. Ich will wieder 3 haben.
dafür verkaufe ich diesen Bronzebolzen, diesen Kupferbolzen. Brauche ich nicht mehr. Kupferpfeil. Die verkaufe ich auch. Aber ich habe hier Messer. Messer. Du hast nur Kupfermesser, keine Eisenmesser, ne? Oder doch? Eisen, 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 Eisenmesser. 375. Ich habe noch 20%. Ja, auf die Schnelle kann ich mir auch Steinmesser basteln. Aber für später dann. So, schauen wir nochmal auf die Zeit. 16 Uhr. 28 Grad. Jo. Machen wir das Gebiet schnell. Hier das so. Und dann mal gucken. Wieder zurück in die Hütte schlafen und dann hier hoch. Mal das anschauen. Jo. Und ich will keine Zeit verschwenden. Unseren Fisch. Und dann gerade das Fischfilet. Und los geht's. Halt, wir wollen auch noch eine Markierung. Hier bis hier sind die Wölfe, dann laufen wir bis hier hin. So. So, mit O. Zack. Du bist schmutzig, weil ich jetzt an den Rändern vorbeigelaufen bin, ne? Ja, ist klar. So, schauen wir einmal, was es hier so gibt. Da ist der Weg. Da kommt dann das. Kleine Gebirge. Wildschwein. Wildschwein. Ihr kriegt mich nicht. Ja, ja. Kriegst mich nicht. Bin zu schnell für dich. Falke. So, du Wildschwein. Wo bist du? Wo ist auch ein schöner Aussichtspunkt, ne? Wo waren wir denn das letzte Mal da? Da hinten? Ist das da hinten gewesen? Von dort aus? Da ist die Schlucht? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Dann ist das die Karte so. Ist da? Ja, also wenn wir uns mal ein bisschen umschauen wollen, kommen wir hoch, weil wir werden ja. Da ist das. Dann werden wir in die Richtung. Ist das hier? Hier wollen wir das Dorf bauen. In diesem Waldgebiet. Ja. Genau. Ja, von hier aus können wir dann unsere Stadt immer anschauen. Unser Dorf. Ja, ein schöner Punkt. Wir sind jetzt hier. Hier gibt es Wildschweine. Dann laufen wir dahin. Machen wir da mal den Punkt. Und gucken mal, was es hier so alles gibt.
finden wir was Tolles. Unsere Ausdauerboost läuft auch schon aus. Dann zünden wir gleich mal einen neuen Fisch. So. Hier wohnt der Lux. Der tut uns nichts. Tauben gibt es hier. Felswände. Felswände. Ist hier eine Höhle? Fisch, Kaninchen. Hallo? Und da ist der Sumpf, der auf der Karte ist. Ja. Hier gibt es bestimmt wieder 1, 2, 3 Fässer zum Entdecken. Und ein Wolf wird sicherlich auch bald wieder hier sein. Mhm, hier ist Tonvorkommen. So. Wer will uns angreifen? Hä? Was ist denn hier? Rehhirsch? Hm. Ist hier ein Bär oder was? Da! Da ist ein Bär. Der ist aber hier nicht drin. Hier ist einfach ein Bär. Jo. Nur einer? Oder seid ihr zu zweit? Scheinst du alleine zu sein, ne? Ja, dann tut mir leid, Bär. Aber du hast uns ganz schön erwischt, ne? Aber wir dich auch, ja. Ach, Mensch. Ach, ich hab vergessen zu heilen. Ja. Das Doofe ist jetzt aber auch, wir haben unseren Respawn-Punkt in einer anderen Ecke der Welt. So, wir sind nämlich hier. Wollen dahin. Ja. Dann heilen wir uns mal schnell. Och ja. Ja, so. So. Ist ja kein Problem, also. War ein bisschen unüberlegt, wir hätten uns heilen sollen, bevor wir wieder dahin gehen. Kann schon mal vorkommen. Ich glaube, hier sind wir auch noch nicht entlang gelaufen.
Oder doch? Ja, da ist das See, ja. Ja. Mann. Das passt nicht in unseren Zeitplan. So, noch 300 Meter, sind wir wieder da. Jo, da konnten wir die Ecke halt von der anderen Seite. Ist doch auch kein Problem. So. Wo ist jetzt um 150 Meter? Dort vorne, da ist der Bär schon. So. Vergifteter Steinpfeil. Zack. Unser Bogen. Hey Bär. Willst du mich rollen? Willst du mich echt rollen? Ja, er will mich rollen. No, schläfst du gut, ja? Schön vergiftet? Echt unglaublich. Ich hoffe, du hast noch unseren Eisenbolzen, vergifteten Eisenbolzen. So. Ist noch einer da? Da. Ich dachte schon, er ist verloren. Wo? Da. Und jetzt wird's auch noch Nacht? Ja. Lass uns jetzt... Ja. So. Dafür müssen wir jetzt hier übernachten. Nicht schön. So. Einfache Feuer. Wie gesagt, ich mag es nämlich überhaupt nicht im Dunkeln zu spielen, und für euch ist es ja auch viel besser, weil im Dunkeln sieht man so wenig. So. Hier war eine Kiste. Eine Kiste. Und Äpfel. Ja, gesalzenes Fischfilet. Lebensmittelverbrauch und Wasser. Ja, da war ja was. Finde ich gar nicht mal so schlecht. In der Truhe ist. Jo! Nehmen wir. Aber 59. Ich wollte mir noch halt, Fischfilet. Ach, wir könnten eigentlich gleich mal was trinken. Geht das hier? Wasser trinken. So. Essen. Wir haben so viele Äpfel. Fleisch. Hier, wir können mal das Brot essen. Und die wollen in diese Richtung. Stimmt's? Oder habe ich recht? Falsche Richtung. Da sind wir hergekommen, wir wollen hier entlang. Ja.
eintauchen. Hier ist der Weg. Ach, mal auf die Karte gucken. Jo, Wolf. Hier ist nochmal Wolf gewesen und da ist dann auch wieder Wolf. Dann gehen wir jetzt in die Richtung an der Mauer entlang. Falke. Lux. Okay. Da ist wieder... Weggabelung. Ja, da war die Weltscheinlichtung. Ich bin jetzt da lang, dann gehen wir nochmal kurz hier hin und runter. Vielleicht ist hier irgendwas. Hauptsache, dass wir mal dort waren. Ah! Ja, und wer? Oder was? Da ist ja die Hütte, die wir schon mal gesehen hatten. Und hier müsste dann der Wolf kommen. Oh. Was ist hier? Was wollt ihr uns dort angreifen? Ausdauer. Fisch. Was wollt ihr uns hier angreifen? Der Wolf! Uah! Ist der runtergesprungen? Oder steht er noch da oben? Er steht noch da oben. Ich glaube, der kommt da nicht runter, oder? Hehe. Dann... Hier gibt der Pfeil. Oh. Na? Na komm doch. Wo bist du denn? Mist. Ja, keine Angst, Wolf. Ich komm dir entgegen. Ich komme dir entgegen. So. Mal meine Ausdauer wieder voll werden lassen und dann. Wo bist du?
Ja, ihr seid ja immer zu zweit. Wo ist er? Ah! Ja, wo ist er denn? Ach da. Da, tot ist er. Tot ist er. Das ist lustig. Ja. Danke. Dann können wir unsere Pfeile wieder einsammeln. Falls wir noch ein paar finden. Wir waren ja ein paar mehr, die wir verbraucht haben. Ich glaube nicht, ha? Auch so zu niedrig. Oh. Das ist wieder sowas, ne? Manchmal findet man alle Pfeile wieder. Und dann wieder. Wenigstens einer. Zack, dann. Oh. Der sollte eigentlich weiter fliegen, aber ja. Kaufen wir später welche nach. So, wo Wölfe sind, ist es meistens so, dass irgendwo ein Zeltlager ist. Ich brauche wieder einen Fisch. So. Hier ist nichts, nichts, nichts. Nichts. Und ich glaube, hier waren wir schon. Genau. Hier sind Wildschweine. Jetzt gucken wir mal. Wir können noch mal ein bisschen Wildschwein jagen. Und hier oben. Oh, du kommst jetzt aber noch.
ist das zweite? Dort hinten. Da. Pfeil. 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 Ja, dann haben wir die Ecke auch durch. Du trägst zu viel? Ja. Natürlich trage ich zu viel. Aber war ja wieder erfolgreich, ne? Mit Wildschwein, Bär und Wolf. Ja. In dem Sinne werden wir nächstes Mal zurückgehen, Sachen verkaufen und dann hier hoch. Tag 28. Jo. Perfekt. Die Umgebung gefällt mir auch. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Jäger Ilmo. Bis dahin. Ade, bleibt schön. Ciao, ciao.